Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ein Update wieder zu den vergangenen Deals der letzten Woche, die ich für euch veröffentlicht habe, und dementsprechend schauen wir uns auch wieder dieses Mal an, wie sich die Preise entwickelt haben, was für Deals das waren und was man beachten sollte. Das alles in diesem Video. Ich freue mich, wenn ihr bis zum Schluss dabei seid. Ja, Freunde, ich habe mich mal wieder groß gelassen. Wie auch im letzten Video gab es mal ein Kader-Set und dieses Mal habe ich natürlich auch hier wieder zugeschlagen. Ihr seht schon im Hintergrund dieses Supercar. Das habe ich mir natürlich wieder gegönnt, denn da hat man Bock gehabt. Ich habe das letzte Auto von Kader, übrigens das rote, was ich in einem Video gezeigt habe, schon fertig gebastelt. Keine Ahnung, 15 bis 20 Stunden habe ich dran gesessen, hat riesen Spaß gemacht, also auch für privat, nicht unbedingt zum Weiterverkaufen, sondern jetzt als Weihnachtsgeschäft lässt es die Kinderherzen oder auch Erwachsenenherzen höher schlagen. Und auch dieses Mal habe ich hier zugeschlagen, wie gesagt, ist das ein Kader Master Set, 3800 Teile und jetzt weiß ich gar nicht, was das für ein Auto sein soll. Von vorne sieht er aus wie ein Lamborghini, von hinten... Schaut mal hier, von hinten sieht er aus wie ein Bugatti, oder irre ich mich? Wenn ihr wisst, was das für ein Car sein soll oder was es simulieren soll, dann gerne unten einen Kommentar unten hinterlassen. Und ja, wir beginnen dann mit dem weiteren Verlauf der Deals der letzten Woche und ich zeige euch das Ganze einmal, mache mich hier eben mal ein bisschen kleiner, damit ihr auch die Deals sehen könnt. Und ja, es war dieses Kader Master Set für 99,90 Euro bei Freakware erhältlich, also genau den Vertreiber hier in Deutschland für Kader Bausets, und dementsprechend hat er das Ganze hier verkauft. Vielleicht zum Hintergrundwissen, der ein oder andere weiß es, dass es da momentan zwischen Kader und Lego Probleme gibt, weil die halt Steine verbaut haben, die angeblich patentgeschützt sind und so weiter. Ich bin da nicht so tief drin. Die Leute, die das wissen, können ja gerne einen Kommentar unten hinterlassen, ob man diese Sets dann quasi als Händler dennoch weiterverkaufen kann. Ich denke mal, wenn die hier schon im Inland quasi drin sind, importiert sind, dann dürfen wir die als Händler natürlich auch weiter vertreiben. Das ist mein Stand so. Vielleicht irre ich mich da. Gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Nichtsdestotrotz haben wir hier sehen wir hier, dass hier das Ganze hier nicht mehr lieferbar ist. Es wurde quasi restlos ausverkauft und dementsprechend ist das hier nicht mehr für diesen Preis zu bekommen. Jedoch ist das Ganze noch bei Amazon gelistet. Und wenn ihr seht, von Kader gibt es hier halt viele Fahrzeuge. Das ist das, was ich im letzten Video mal gezeigt habe. Und zwar ist das hier auch immer noch preislich stabil bei 178 Euro und das wird es auch wohl bleiben. Vielleicht geht der Preis sogar noch höher zum Weihnachtsgeschäft. Dieses Set, was ich hier gezeigt habe, ist halt dieses Set hier. Und zwar auch hier für 169 Euro, also knapp 170 Euro, für 100 gekauft, für 170 verkauft. Da bleibt einiges übrig. Und zwar habe ich das hier so kalkuliert mit 160 Euro Verkaufspreis. Und zwar bleibt da so nach Abzug von Amazon-Gebühren oder eBay-Gebühren und Versandkosten und Steuern bleiben hier 30 Euro noch übrig, nach meiner Kalkulation. Ich werde noch ein separates Video mal dazu machen, weil da eine Nutzerfrage auch war, wie ich denn das Ganze kalkuliere, das in einem weiteren Video mal separat. So. Wir sehen hier, Bewertungen mit 4 Sternen sind nicht schlecht, 61 Bewertungen, und das Ding lässt sich hier, denke ich mal, ganz gut verkaufen. Seit 8. Oktober ist es hier preislich sehr stabil und ich denke, das wird es auch bis zum Weihnachtsgeschäft bleiben. So, gucken wir mal das Ganze noch kurz bei eBay an. Also bei eBay ist dieses Set so gut wie gar nicht gelistet. Dementsprechend gibt es hier einige Gebrauchte, aber hier brandneu sehe ich hier auch für 170 Euro erhältlich. Also dementsprechend auch hier bei eBay kann man das Ganze leicht verkaufen. So viel zu diesem Set. So, kommen wir zu dem Angebot hier, und zwar ist das hier ein Playmobil Weihnachtsmann, und da kam auch eine Frage mal, ob das denn original von Playmobil ist, und da war ich mir nicht sicher, aber dann habe ich das hier auch gelesen. Hier steht aus dem Hause von Playmobil. Ich denke, das wird das auch ein originales Playmobil sein, denn auch hier ist gewissermaßen ja, Schutz drauf, dass das kein anderer einfach mal nachproduzieren kann. Und dementsprechend ist es hier ein Original Playmobil Weihnachtsmann, der tatsächlich noch für diesen Preis hier erhältlich ist. Ich habe den gepostet für 39,90 und ihr seht es hier, 39,99 ist das Ding noch erhältlich.
und kann hier bestellt werden. Wobei, Moment, ich sehe, es kann gar nicht bestellt werden. Doch, man kann es hier abholen, reservieren oder man kann es halt bestellen. Ja? Und ich würde es natürlich bestellen. Wenn ihr noch einen kleinen Rabatt dazu haben möchtet, weil der Deal ja noch aktiv ist, dann nutzt natürlich hier die Newsletter-Gutscheine. Da gibt es, glaube ich, 10% noch obendrauf, beziehungsweise wird abgezogen und dann spart ihr euch hier noch ein paar Euros. So, so viel dazu. Kommen wir mal zum nächsten Deal. Ach so, da habe ich ja gar nicht gesagt, was man da als Reseller-Deal bekommen könnte. Geschaut habe ich hier, stand, wo ich den Deal veröffentlicht habe, bei Amazon Ideale und so weiter. Also bei Amazon und eBay ist das Ding zwischen 80 und 90 Euro erhältlich. Dementsprechend hier bei dem Einkaufswert würde man hier 20 bis 30 Euro Gewinn haben, also möglicher Gewinn. So. Auch recht profitabel, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit und Geschenke, das ist ein Top-Geschenk für Kinder natürlich. So, und kommen wir schon zum letzten Deal. Also letzte Woche gab es nur drei Deals. Ich kann aber euch versprechen, das ist tatsächlich noch die Ruhe vor dem Sturm. Im November werden wir Unmengen von Deals haben, denn Amazon startet hier das Ganze schon Mitte oder Anfang Mitte November mit Black Friday Angeboten. Dementsprechend wird es da Unmengen an Angeboten geben. Falls du diesen Newsletter über WhatsApp noch nicht abonniert hast, findest du alle Informationen unten, wie du das machen kannst. So bekommst du kostenlos von mir alle Angebote, alle Deals direkt per WhatsApp auf dein Handy. So. Und auch hier war das ein cooler Deal, wie ich finde. Gab es das Ganze hier bei Amazon Spanien, wir sehen es hier, Spanien SE, für 46 inklusive Versand. Wenn man das Ganze steuerfrei bestellt hat, was ich ja in dem letzten Video euch gezeigt habe, wie ihr eure Umsatzsteuer-ID-Identifikationsnummer hinzufügen könnt und dementsprechend dann steuerfrei einkaufen könnt, hätte man das Ganze hier für 40 Euro inklusive Versand bekommen und ein Reseller-Deal. Da haben wir die Möglichkeit, das Ganze auch frei bei Amazon zu verkaufen. Ich habe gesehen, bei Amazon kostet die genau dieses Set ja ab 90 Euro, kann man sagen, und dementsprechend 20 bis 30 Euro auch hier möglicher Reseller-Gewinn. Ihr seht es aber hier in der Historie am Chart, dass wir hier tatsächlich sogar noch niedrige Preise gesehen haben. Das heißt, manchmal, wenn das so stufenartig runtergeht, kann man ein bisschen warten, vielleicht ein Set bestellen und am nächsten Tag noch ein Set. Ich habe das Ganze hier am, Moment, ich schaue mal, am 17. veröffentlicht und wir sehen hier 17., 17., ja, das war schon vorher, ja, günstiger. Dann gab es hier am 17. das Ganze, ja, für 37,56 sogar. Okay, und dann ist der Preis natürlich wieder hochgegangen, aber jetzt geht das ein bisschen wieder runter. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das auch nochmal zugreifen, falls der Preis hier nochmal auf die alten Tiefstände kommt. Ja, so viel zu meiner Chartanalyse. Ja. So, auch hier hätte man, wie gesagt, 20 bis 30 Euro, wenn ich es noch nicht gesagt habe, machen können und dementsprechend profitables Deal. So, so viel zu diesen Deals. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat und dieser Format. Abonniere gerne auch diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. Und natürlich kannst du auch gerne diese Deals abonnieren. Wie schon gesagt, findest du alle Informationen unten in der Beschreibung. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich, wenn du beim nächsten Video auch dabei bist. Alles Gute, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.